Hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Stream Harvest Teller. Erstmal wünsche ich euch allen, die heute zugucken, eine wundervolle Weihnachten, frohe Weihnachten. Und ja, spielen wir gleich weiter. Wir wollten ja noch ein bisschen farmen, damit die Farm vollkommen automatisch bewässert wird. Okay, und was genau brauche ich nochmal alles dafür? Und was habe ich schon? Da sparen wir erstmal hier rauf. Okay, und ich brauche noch zwei von denen. Weil ich, wenn ich 10 Tiere habe, wird das nötig sein, dass ich die habe. Mache ich das Mehl hier dann nebenbei weg? Damit ich dann noch zwei von den Futternäpfen tun kann. Okay. Ich brauche noch drei. Ne, nicht drei. Noch zwei Stück von den Sprinklern. Also, was brauche ich alles? Ich brauche noch 5 Stück von den großen Eisenklumpen. Noch 10 Monolithen, die sind aber leicht gesammelt. Und noch 4 Loreley-Tränen. Das mit den Loreleien wird das sein, was schwer ist. Okay, ich habe schon gepflanzt. Oh, ich habe hier noch eins übersehen. Von den Pandarinen. Die Uferbiom habe ich aber schon noch geklappert, nicht wahr? Ja. Ja, dann gehen wir gleich mal zum Farm. Haben wir nicht wirklich viel zu verlieren. Gleich in die stille Höhle. Und gleich mal alles farmen, was wir farmen können. Wir brauchen 5 Stück. Noch 3 Stück. Ah, immer noch 3 Stück. Schade. War leider jetzt nicht dabei. Aber ich bin mal so doof und gib mal hier die 500 aus. Auch wenn ich eigentlich nach Shotola müsste. Zwar aus dem einfachen Grund, weil ich glaube ich noch die Tiere kaufen muss. Und ich will das ja nicht vergessen. Ich kann die ja wirklich nur einmal am Tag kaufen. Da muss ich wirklich drauf achten, dass ich die dann auch wirklich kaufe. Okay, ein Glückel und ein Wollum. Ich bin sogar überlegen, ob ich es nochmal hole. Einfach nicht, dass er noch eine Fähigkeit hat. Die ich dann wieder nicht habe, weil ich zu doof war. Also zurück nach Hause. Und füttern wir unseren Todokaku. Füttern, ja.
Das Level deines Totokakus ist gestiegen. Es ist nun noch schneller und benötigt für Reisen noch weniger Zeit. Und einmal streicheln. Fürs Liebhaben. Okay, kann ich gleich sehen, ob es noch ein Level 5 gibt. Ja, gibt's wirklich. Ich glaub's ja nicht. Das ist hart. Okay, jetzt nächstes zum Tempel. Und hoffen wir. Und das hoffen wir wirklich jetzt. Dass wir ein paar Lorelei-Tränen bekommen. In solchen Momenten hätte ich halt gerne das, dass ich auch zwei Stück von dem, was ich sammle, bekomme. Dann hätte ich wahrscheinlich schon die ganzen. Aber hey, es ist ja leider kein Wunschkonzert hier. Weil von den Steinen müsste ich gar nicht mehr sowas sammeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich einfach genug von allem habe. Auch von den großen Dingern da. Von dem großen Wasserkern. Boah, wirklich nur noch die Lorelei-Tränen. Alles andere bräuchte ich hier gar nicht mehr. Ich habe immer noch so eine kleine Hoffnung, dass wenn ich die Gegner besiege, dass ich von denen auch Lorelei-Tränen bekommen kann. Auch wenn ich selber nicht glaube. Aber ich habe zum Glück genug Essen, dass ich die ganze Strecke hier rennen kann. Okay, einmal essen. Ah, ich habe immer noch keine Lorelei-Träne bekommen. Schlimm ist, ich kann es halt nur einmal am Tag machen. Das heißt, wenn ich keine Träne bekomme, dass es dann mindestens einen Tag länger dauert. Ich bräuchte ja vier Stück. Also wenn ich zwei am Tag kriegen würde, bräuchte ich zwei Tage. Wenn ich gar keinen krieg, dann kann das halt noch viel, viel länger gehen. Ich hätte gern, dass das spätestens dann fertig ist, wenn ich auch alle Tiere habe. Wenn ich das sicher habe, dann muss ich nur noch pflanzen und alles und ernten und dann habe ich von der Farm her eigentlich nichts mehr zu tun. Und ich meine, das wäre schon nicht schlecht. Ich würde zumindest mindestens 100%ig kriegen, dass ich es in vier Tagen durch habe. Aber sie sieht nicht gut aus. Sieht sogar ganz und gar nicht gut aus. Ja, das klammert sowas. Ich habe bei sowas nie Glück. Ich bin ja schon froh, dass ich die habe, die ich bekommen habe. Okay, was ist hier hinter? Okay, da es ja hier nichts gibt, was ich... Hoppala. Was ich nehmen könnte. Bleibt nur noch hier übrig.
Komm schon, einer wird doch schon noch drin sein. Hab ich nebenbei schon wieder 3000? Ja, habe ich. Kritische Trefferrate erhöhen. Ich meine, hier habe ich auch schon fast genug, nicht wahr? Wie nur noch? 522. Ja, das ist das mit den Sprinklern. Bis ich die alle, vor allem, ich kann meine Farm ja noch upgraden. Das heißt, für jedes Mal, dass ich meine Farm upgraden möchte, muss ich nochmal farmen. Das ist ja eigentlich das wirklich Schlimme hieran. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich das machen muss. Erledigt. Komm schon. Nicht eine Träne bekommen. Naja, aber bin gespannt, wie lange ich dafür brauche. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass die Folge Gegenstände Farm heißt. Weil wir wahrscheinlich die nächsten anderthalb Stunden nichts anderes machen werden. Okay, es ist schon recht spät. Kann ich irgendwas herstellen? Davon herstellen. So viele Monolithen, wie wir kriegen, ist das nicht schlimm, wenn ich davon einen herstelle. Ja, das mit den Seilen sollte ich vielleicht ein paar farmen. Gärung. Ja, da ist Futterstation. Kann ich ja eine machen. Spart eine Zeit, muss ich es beim nächsten Mal nicht machen. Okay. Ja, davon kann ich den auch herstellen. Ich habe jetzt mehr als genug von den großen. Oh, baue 1000 Mal ab. Das haben wir. Ja, die 1000 Mal sammeln, das wird noch dauern. Waffe 60 mal verstärken, also noch 22 Waffen. Es wird nicht so leicht. Und kann ich irgendwas kochen? Oh ja. Lachs, Gemüse, Herbsteintopf. Ja, also eigentlich, die Sachen, die ich nicht habe, kann ich doch eigentlich herstellen. Dagegen spricht doch mal nichts. Ey, ich bin so doof, dass ich damals die Tomaten da alle aufgebraucht habe. Es gibt doch bestimmt noch irgendwas, was ich noch zubereiten kann. Ja, Kamaweshi. Oh nein, mehr ist es sogar gar nicht. Ja, das Kunelo und das mache ich mal weg.
Das pflanze ich, die beiden mache ich ja morgen auf die Farm. Und mehr habe ich nicht. Gehen wir schlafen. Hoho. Ich meine, wir haben ein tägliches Einkommen, was nicht schlecht ist. Wir haben immer noch keine weiteren Missionen. Wir können eigentlich wirklich nur farmen und die Story machen. Jetzt können wir auf jeden Fall... das hier loswerden. Und das alles wegpflanzen. Zack. Jetzt haben wir 99 Arc-Kohlen. Okay, 1, 2, 1, 2, zack. Jetzt ist das auch voll. Ich müsste gucken, ob ich jetzt von dem Akku mehr kaufen kann. Das geben wir zumindest hier einmal ab. Die 23, die können wir ja behalten. Okay, was können wir mitnehmen? Stimmt, wir können jetzt endlich mal die streicheln. Alle. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch 2 Stück. Abgeben, abgeben, abgeben. Abgeben, abgeben. Okay, 10 Eier. 10 Milch. Eine Marmelade kann ich jetzt nicht herstellen. Einer davon, zwei davon. Neun hiervon. Okay. Ah ja, genau, einer hiervon. Das hier zum Verkaufen. Und sonst habe ich wieder was vergessen. Ich glaube jetzt mal einfach nein. Ohio. Ja, für Gewürze haben wir jetzt keinen Platz mehr. Hier ein Kohl. Und ein Gras. Essen wir 2 Stück und gießen den ganzen Rest. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch irgendwo 99 Zutaten kriege. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem hier im Winter, dass ich das nicht so leicht kriegen kann. Ich hätte mich darauf vorbereiten sollen. Um die ganzen zu kaufen.
Okay, das behalten wir. Können wir alles verkaufen, okay. Ich meine, die werde ich auch alle verkaufen. Ich will nur sehen... Obwohl, ich habe 27. Da muss ich ja nicht gucken, ob ich die behalte oder nicht. Da muss ich das ja mal wirklich nicht gucken. Kann ich hier gleich nochmal gucken für mein heiliges Holz? Und bevor ich denn wirklich großartig noch was mache, sollte ich eigentlich gucken, wie viel ich kochen kann. Wenn ich jetzt viele Sachen kochen kann, dann kann ich bestimmt irgendwas davon wieder abgeben. Vielleicht bekomme ich dann das Sammeln mal zwei. Dass ich auch überall zwei Sachen bekomme. Sollte ich auf jeden Fall einen Blick mal drauf werfen. Mein Schaden tut's ja nicht. Okay, Argenkohleintopf. Ich glaube, das kann ich dann sogar einmal abgeben. Gut, dass ich noch ein Fleisch übrig hatte. Ja, hier brauche ich den... Für beides brauche ich sogar... den Fisch. Steht da, wo ich den kriege? Heilige Hauptstadt Argen. Ja, okay, dann kann ich ja drei davon mal da bei ihnen angeln. Frostiger Hering. Mal drei. Ich meine, ich muss sowieso nach Argen, denn... Machen wir das. 10, 30, 60. Na, leider nicht genug. Ja, aber ich kann ja nochmal schnell hier vorbeigucken. Sternenkristall. Okay, Sternenkristall verkaufen. Den Rest hier rein. Ah, warte, bevor ich vergesse, muss ich noch meine Tiere kaufen. Ganz wichtig. Sind hier noch zwei Tage, wo ich das machen muss? Wer sagt, nach heute nur noch morgen? Dir kann ich nichts anbieten, ne? Du hast doch nur dieses Mais. Ne, du hast sogar nur noch das Mais. Aber ich glaube, das kann ich morgen herstellen. Also zumindest, wenn die anderen fertig sind. Okay, bei dir sind die Karwuffelsamen wieder zum Kaufen. Das heißt, glaube ich, bei Argen kann ich auch wieder das Neue kaufen. Ich meine, das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch kaufen soll. Okay, komm, aber höher als 20.000 gehe ich nicht. Es war schon so schon ziemlich teuer. Sogar viel zu teuer. Ich will jetzt nur gucken wegen der Fähigkeit. Nicht, dass am Ende er noch eine mega coole Fähigkeit hat und ich schon wieder die Weltkarte durchforschen muss. Totokaku füttern? Ja.